Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, ein bekanntes Gesicht, Tim Schnittger, auch der Anecker genannt. Tim, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Grüße dich. Hallo. Hallo Peter, grüß dich. Ich finde es schön, dass wir mal zusammen anecken. ja, wir tun das ja. Tim, wir haben ein buntes Programm heute. Lass uns mit der Sozialistischen Einheitspartei M&M anfangen. Kannst du dir suffisant vorstellen, wen ich meine? Ja, bestimmt Merkel, Merz, das Traumduo. Ja, es setzt sich fort. Wenn wir uns anschauen, Friedrich Merz war Hoffnungsträger. Man sagte, okay, der wird die Partei wieder auf den Kurs bringen. Politische Mitte, mehrheitsfähig insgesamt gesehen. Nun sehen wir Hendrik Wüst, Daniel Günther, Frau Güler und Frau Prien bestimmen den Kurs. Und da kann ich ja schon sagen, ich sehe die SPD, die SPD, siehst du, das, vorausgehende Gedanke, ich sehe die CDU als sozialistisch-grüne Partei. Korrigiere mich, wenn ich den Kurs falsch einschätze. Nein, das ist auch richtig. Geben in dem Sinne den Ton an, in vielen Punkten. Und ich sage da immer, da ist auch Herr Merz, finde ich, da ein triebender Mann. Ich meine, der versucht immer da den Spagat zu machen. Letztes Jahr sehr so Richtung Wüst und Prien in die Richtung. Jetzt aber hat man ja selber gesehen mit den Neujahrsvorsätzen. Neujahr hat er, dann geht er jetzt doch mal den konservativen Kurs und bringt mir das Wort Pascha so rein. Aber ich weiß halt immer nicht, ob das echt ist. Ich habe das dann auch mal gesagt gehabt, mir kommt ja manchmal vor, so wie so ein Hund, der mal gerne ausbüchst und dann aber von den Medien wieder brav zurückgepfiffen wird. Und meistens ist ja dann das in dem Fall so. Ja. Nun haben wir dort eine Causa Maaßen. Hans-Georg Maaßen, seines Zeichens Ex-Verfassungsschutzpräsident, einfaches Parteimitglied. Ja. Es wird aufgebauscht. Man denkt, es gibt keine anderen wichtigen Themen. Ist nicht genau das, was Hans-Georg Maaßen sagt, eigentlich der Kurs, was ich immer wieder vernehmen muss in den Medien, der am meisten von den Menschen in Deutschland befürwortet wird? Auf jeden Fall und natürlich auch innerhalb der CDU von der Basis, durch von ganz vielen Seiten, die auch dann eben den Hans-Georg Maaßen unterstützen. Und ich verstehe auch da nicht die ganze Diskussion. Ich meine, er ist ein einfaches Mitglied, ja. Und er hat sich da jetzt in der Werteunion aufstellen lassen und hat das auch sehr gut in seiner Rede, was bestimmt auch noch kommen wird, sich aufgestellt und das warum und wieso erklärt. Und ich verstehe auch seitens des CDU-Präsidiums auch nicht, warum man so gegen ihn hetzt und ihn so niedermacht und ihn zu einem Parteiausschlussverfahren jetzt dann noch androhen möchte oder rauswerfen will. Weil wir wissen ja selber in Deutschland, wie schnell einem das Wort Rassismus in den Mund gelegt wird. Und er hat nie was Rassistisches gesagt. Er sagt ja immer selber, er kritisiert diese Race Theory aus den USA. Ich meine, das kommt ja von linker Seite, die eine Einteilung der Rassen machen, irgendeiner Form. Und Hans-Georg Maaßen spricht es ja in dem Sinne nur an. Also er ist gar kein Rassist. Er spricht ja nur diese Einteilung von den Linken aus an. Das ist Rassismus. Ja. Können wir erkennen, dass, wenn wir Dinge aufzeigen, wenn wir sagen, das ist nicht verbesserungswürdig, sondern das führt wirklich zum Untergang dieses Landes und schädigt nachhaltig die Menschen, die hier leben. Wenn wir uns praktisch als Ankläger in Anführungszeichen zu erkennen geben, indem wir uns öffentlich äußern, Gesicht zeigen, dann geschieht ein Umkehr der Beweislast. Wir sagen, was letztlich Sache ist. Wir nennen Fakten, die auch in allen Bereichen nun belastbar und belegbar sind. Aber man wird einfach mit Dreck beworfen, indem man sagt, naja, also der Schnittger und der Weber hier, das ist ja rechts außen und die sind haben ja den Boden der demokratischen Grundordnung verlassen. Da kommt aber kein Argument. Es ist letztlich so, wenn wir jemanden einladen und sagen, komm mal zum Gespräch, wir wollen darüber diskutieren. Feigheit. Ja. Feigheit vor Argumenten. Ja, man kann ja auch Argumente bringen, wie man will. Ich meine, das ist ja ein Thema, was ganz, ganz sensibel geführt wird in Deutschland, wenn überhaupt. Wie du sagst, dann immer diese Täter-Opfer-Umkehr. Man kann dann mit Fakten argumentieren, wie man will. Also ich bringe da auch in meinen Videos, hatte ich dann die Kriminalitätsstatistik von Zuwanderung, hatte ich vom Innenministerium dann zitiert gehabt, wo eben auch drin steht, dass in den Straftaten Migranten eben übermäßig repräsentiert sind. Was natürlich nicht wieder heißt, dass man da wieder alle über einen Kamm schert oder so. Das ist ja auch wieder das Falsche. Das will ich auch nicht. Aber wir müssen doch über die Probleme erkennen und das sind auch die Fakten und darüber müssen wir sprechen. Und da sage ich eben auch, und diese Debatte verhindert auch hauptsächlich die CDU, weil sie eben auch in sich so gespalten ist
und da keinen gemeinsamen Konsens finden. Da sage ich klipp und klar, dass die CDU das Migrationsproblem Deutschlands ist. Es ist nun der Fall. Wenn wir sagen, und ich finde es richtig, ich kann es auch immer wieder betonen, wir haben so und so viele Millionen ausländische Mitbürger Menschen mit Migrationshintergrund, die friedlich und in Koexistenz mit uns zusammenleben. Ja. Und gerade die brauchen wir jetzt, dass wir sagen, steht mit uns gemeinsam auf und lasst uns nicht in eine Ecke drängen. Das tun übrigens schon sehr viele. Wir erleben das an den Zuschriften. Aber wenn wir erleben, die Messermorde, was letztes Jahr Würzburg angeht, 3 Frauen, spricht kein Mensch mehr drüber. Der Somalier, Somalier war es, glaube ich, der sitzt in der Psychiatrie, paranoide Schizophrenie. Das ist so ein Stempel, der kommt dann oben auf die Birne und dann ist das erledigt. Wir haben die Berufsschullehrerin erlebt, 55 Jahre alt, die hat einen Verweis gegeben, wurde abgestochen. Ich muss es so schlimm sagen. Illa Kirschberg, wir haben es erlebt, ein Mädel auf dem Weg zur Schule, 14 Jahre alt, wird erstochen. Nicht instrumentalisieren. Wir haben es jetzt erlebt, zwischen Kiel und Hamburg, Brockstedt, ein 19-jähriger junger Mann, der Danny, und die 17-jährige Anne-Marie. Junge Menschen sind aus dem Leben gerissen. Die Familien sind zerstört. Politiker sagen, nicht instrumentalisieren. Lassen Sie ja nicht. Lassen Sie überhaupt nicht. Was meinst du, wie es denn ginge, wenn Sie selber betroffen wären, Tim? Natürlich. Und das sind eben auch keine Einzelfälle mehr. Das sind einfach zu viele Einzelfälle. Wenn es denn überhaupt dann auch aus der regionalen Presse herausschafft, das ist ja meistens auch nicht der Fall, dass dann diese Fälle unter den Tisch gekehrt werden. Und das sind alles Punkte, wo dann eben auch mal Maßnahmen getroffen werden müssen. Das ist genauso jetzt. Das fängt bei den Rückführungen an. Es wird eine Rückführungsoffensive angekündigt. Damals schon Seehofer mit Masterplan seitens der CDU, jetzt die Faeser und so weiter. Und letzten Endes passiert nichts. Und das sind dann auch unzählige Kosten, die dabei entstehen. Also wenn man das jetzt auch letztes Jahr anguckt, dass dann knapp 12.000 Migranten abgeschoben worden sind und haben dabei dann Kosten verursacht von 18 Millionen Euro insgesamt. Davon aber nur 3.000 per Flugzeug haben diese 18 Millionen Euro ausgemacht. Das kann man sich nicht ausdenken. Und gerade die Angehörigen, das ist es einfach nur traurig. Wenn wir sehen, dass so wie in Illa Kirschberg ein Kinderschänder und ein Serienvergewaltiger frei rumläuft und dann sagt man, er soll sich bei der Polizei melden, jetzt ist er verschwunden. Und dann heißt es, ein Afghane, der ein Kinderschänder ist, hat 2 Kinder sexuell missbraucht, wird mit immensen Kosten aus Deutschland verbracht und ist aber dann wieder da und wird gesagt, den können wir nicht ausweisen. Und das ist ein Aspekt, wo ich sage, wie gehst du damit um, nicht ausweisen, Syrien, Afghanistan, aber sind nicht Menschen, die in dieser Form diese schweren Straftaten hier letztlich ausgeführt haben und verurteilt sind, und ist es nicht völlig egal, wo die ausgeflogen werden? Die haben doch jeden Schutzstatus verwirkt. Das widerspricht doch jedem Status auf Asyl. Ja, meiner Meinung nach auch. Der Schutzstatus ist verwirkt, sowohl auch das Gastrecht, was man hier gewährt hat. Weil sie haben hier die Chance zu leben, Geld zu verdienen, hier sich mit zu integrieren und das Land jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und wenn sie das eben ablehnen, und bei den meisten sind es ja dann auch noch Mehrfachtäter, also sie haben mehrmals unsere Kultur, unsere Lebensweise abgelehnt, dann gehören sie raus, ganz einfach. In der CDU ist ein Ministerpräsident in Schleswig-Holstein Daniel Günther. Daniel Günther sagte, der CDU stünde es gut zu Gesicht, wenn wir bei der Asylpolitik wesentlich toleranter wären. Was sagst du so einem Mann, wenn du vor noch nicht mal 2 Wochen, über 2 Wochen, diese schlimme Tat in Brockstedt, wo 2 junge Menschen, 19 und 17, abgestochen worden sind im Zug. Was sagst du so einem Ministerpräsidenten, der sagt, der CDU stünde es gut zu Gesicht? Ja, er relativiert das wieder, natürlich auch bestimmt für seinen eigenen Machterhalt. Ich meine, mit diesem Kurs ist er ja in Schleswig-Holstein sehr gut gefahren, aber bei solchen Aussagen, wenn er direkt vor mir stehen würde, würde ich sagen, er soll mit seinen rot angestrichenen Kaffeetassen endlich dann auch mal in die SPD eintreten oder in die Grüne und nicht in der CDU. Weil die CDU hat definitiv nicht früher dafür gestanden gehabt. Es hat sich aber leider geändert. Ich stelle Hans-Georg Maaßen oft die Frage, warum er noch in der CDU ist. Und ich frage mich das immer wieder. Ich darf dich fragen, du bist noch in der CDU? Ja, ich bin in der CDU. Noch eine ehrliche Antwort. Tim, wir beide reden offen. Gibt es nicht eine Menge Schnittmengen zwischen der CDU und der AfD und der CSU? Wenn ich mir das Parteiprogramm, wenn ich mir die Mühe mal mache, weg von den Überschriften, sondern einfach mal sagen, ich schaue mir das mal an.
ich schaue mir das mal an, wie schaut es außenpolitisch, wie schaut es innenpolitisch, wie ist die Sozialpolitik, wie ist die Wirtschaftspolitik, wie ist mit Wohnungsbau, Familie, Beruf, Bildung. Wenn ich mir das anschaue, gibt es da nicht mehr Schnittmengen als zu jeder anderen Partei zwischen CDU und AfD? Natürlich. Also, wie gesagt, gerade die CDU in der Migrationspolitik ist es sehr gespalten. Und ich sage aber mal von den Wählern, also egal ob ich jetzt in Thüringen spreche oder auch durch meine Videos, die Zuschriften, die ich deutschlandweit bekomme, die sind, da gibt es so viele Überschneidungen in dem Sinne, dass, deswegen verstehe ich dann auch immer in den Fragen, wo man eine Mehrheit hat, ich sage mal jetzt eine Konservative, dann immer diese Brandmauer gegen rechts zu beschwören und dann irgendwas von der linken Seite mitzumachen, was dann wieder komplett alles verwässert. Damit meine ich jetzt nicht nur die Migrationspolitik, auch die Wirtschaftspolitik, von mir aus auch die Klimapolitik, dass man mit Sinn und konservativ heißt ja nicht immer altbacken und rückwärtsgewandt oder was, sondern einfach mit Sinn und Verstand den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend in die Zukunft zu blicken, ne, und in die Zukunft anzugehen. Aber das verwirkt sich ja die CDU bei jedem Thema. Das ist hinfällig, ja. Ist die CDU überhaupt noch wendbar oder reformierbar, dass sie wieder der bürgerlichen Mitte und eigentlich ihr wertekonservatives Bild neuzeitlich ausgerichtet nach außen zeigt und Politiker dort sind? Oder ist es zurzeit überhaupt nicht denkbar, dass die dieses links-grüne Image ablegen? Also ich sage schon, dass es umwendbar ist. Ich meine, sie haben es ja auch, man hat es ja auch anscheinend geschafft, die CDU nach links zu wenden. Dann kann man sie jetzt auch wieder mehr in die Mitte oder in die konservative Richtung wenden. Also ich sehe das nicht als unmöglich. Und auch von den Zuschriften kommen auch viele, viele positive Feedbacks, die eben aber auch aus zweiter Reihe kommen, nicht aus erster Reihe, die jetzt gerade ein Amt inne haben. Und meine Erfahrung ist da auch, und das ist auch meine Herangehensweise, oder auch zum Beispiel von Hans-Georg Maaßen, man versucht das mit dem Wähler, mit der Basis, versucht man, sich einen Ruf aufzubauen und dann eben die Wende zu schaffen. Weil viele in der CDU, die jetzt oben sind, das sind meistens nur Parteikarrieristen oder Parteisoldaten, die dann eben ja da hochgekommen sind, aber denen eben der Rückhalt fehlt aus der Bevölkerung oder von den Wählern oder von der Basis. Aber das ist dafür dann unsere Herangehensweise, dass man das von unten nach oben ja abarbeitet. Aber ist es dazu nicht notwendig, der Partei in Anführungszeichen immer mehr einen Denkzettel zu verpassen, dass man sagt, eure 29% sind doch reines Blendwerk. Mit den 29% müsst ihr doch eigentlich mit den Grünen koalieren oder mit der SPD. Ja. Und dann verliert er wieder euer Profil. Was würdest du heute einem Neuwähler sagen, der sagt, soll ich die CDU wählen? Tja, schwierige Frage. Ehrliche Antwort. Also ich, um dahin ging es irgendwie, ich meine, ich wähle jetzt momentan auch nicht CDU, das muss ich so sagen. Nur weil ich da Parteimitglied bin, heißt das nicht, dass ich die CDU wähle. Das ist, also das eine bedingt nicht das andere. Danke, Herr Schnittger, das war die Aber das ist halt Antwort, auch das, das muss die CDU einfach mal verstehen mit ihrem Kurs. Die reden sich ja alle schön. Und jetzt auch gerade mit 130%, früher hat man sich, war alles unter 40%, war. Ja, wurde als schlecht angesehen. Heute reden sie alle schön. Die CDU muss auch einfach mal verstehen, dass jede gewonnene Stimme seitens der CDU, seitens den Grünen oder der Linken oder SPD 10 Stimmen der Konservativen an die AfD oder dann abgegeben wird. Das muss die CDU endlich verstehen. Und da hilft auch nicht eine neue Parteigründung, denn jede Partei, die sich in der Mitte ansiedelt oder rechts, nicht in der Mitte, zur linken CDU, CSU, die wird genauso diffamiert, wie es bei der AfD der Fall ist. Und es hieß immer, als die AfD in die Landtage, im Bundestag und die Landtage eingezogen ist, wir werden uns mit Argumenten mit dieser Partei auseinandersetzen. Hast du schon mal ein Argument erlebt? Nein. Nicht bei einem Thema. Also egal, ob es jetzt angefangen hat mit der AfD damals zur Wirtschafts- und Europolitik, hat sich ja letzten Endes alles bewahrheitet und ist ja jetzt nicht so, dass die das Rad neu erfunden haben. Sie haben sich ja auch dann auf Persönlichkeiten wie Hans-Werner Sinn und so weiter bezogen, der die Tagezeiten angesprochen hat, die Inflation und so weiter. Hans-Werner Sinn ist definitiv auch kein Nazi oder ein Rechter oder was. Ne? So, und das hat die CDU nie geschafft. Nein.
Ja, jetzt hören wir in Brüssel, jetzt bröckeln die Fronten. Österreich fängt damit an, die sagen, die Asylpolitik ist gescheitert. Also ja. die europäische Asylpolitik und wirklich Asyl für Schutzsuchende zu gewähren, ist gescheitert. Zu uns kommen immer mehr Menschen. Wir haben es in Hamburg erlebt, 3.500 Menschen sind hier auf die Straße gegangen und haben hier den Koran gepredigt in radikaler Form, um uns zu sagen, wir werden das in Deutschland durchsetzen und in Europa mit aller Härte und wir zeigen euch, wer hier im Endeffekt in dem Land das Sagen hat. Ist es so, dass die Politiker eigentlich den Realitätssinn, ich lasse mal die AfD draußen, das sage ich offen, aber den Bezug zur Realität und dessen, was notwendig ist, aus lauter Angst, sie könnten von der Presse zerrissen werden, verloren haben? Die haben Schiss. Natürlich haben sie Schiss. Wie es eben auch sagt, die meisten sind ihnen ja angekommen, weil sie eben Parteisoldaten sind und denen halt ein Rückhalt aus der Bevölkerung fehlt. Also es wird ja ganz oft gesagt, dass die Politik sich sehr abgehoben ist oder sich vom Bürger, vom Wähler eben verabschiedet hat. Dieser einfach nahe Bezug zueinander. Ne? Und wenn man dann eben so ein Parteisoldat ist, sage ich mal, das sind sehr viele, und man ist halt nicht mehr dem Wähler verpflichtet, sondern seiner Partei und seinem Fraktionsvorsitzenden, ja, dann muss man das machen, was der sagt, und dann will man eigentlich auch nur unterm Radar schwimmen, um ja nicht aufzufallen oder kritisiert werden von den Medien, weil das sind letzten Endes ja auch Menschen, die von diesem Einkommen dann leben, ja, und wenn sie das verlieren, verlieren sie alles. Das ist ja, und nicht schlecht. Wie wir jetzt hören, der Bundestag hat das sehr leer wieder erhöht um 350 Euro im Monat. Das sind 4.200 Euro im Jahr. Das heißt also, der einfache Bundestagsabgeordnete genießt ein Einkommen über 10.000 Euro. Und das ist für einen Callcenter-Beschäftigten wie Kevin Kühnert, der Vorsitzende in der SPD, ist das ein Mordseinkommen. Oder wenn ich mir Ricarda Lang anschaue, ich frage mich, was würden die sonst machen? Wo würden die sonst reinpassen? Nicht reinpassen, Ricarda Lang, das ist jetzt falsch. Ich meine, in welche Position würden sie reinpassen? Das hat jetzt nichts mit... Komischerweise sind sich bei der Frage dann auch immer alle einig, als die Gehaltserhöhung. Merkwürdig, ne? Merkwürdig, ja. Also das heißt, sind viele wirklich überbezahlt. Wenn wir uns die Corona-Politik anschauen, dann kann ich ja nicht bloß auf Karl Lauterbach kommen, sondern ich muss ja auch auf Jens Spahn kommen. Ja. Ich muss auf Skandale kommen, Masken, Impfbeschaffung, 680 Millionen Dosen. Das heißt also, jeder der Bundesbürger würde praktisch 8-mal geimpft werden. Milliardenbeträge, Testcenter Milliardenbeträge. Und wie wir jetzt erleben, schreibt die Welt, Bewertung der Corona-Maßnahmen, sind sich Experten nun einig. Mhm. Die Experten lässt man jetzt wieder zu Wort kommen, die anderen. Ja. Fast alle Opfer, die Lauterbach von den Bürgern verlangte, waren falsch. Tim, wenn wir uns überlegen, ein Verbrechen, alte Menschen sind allein gestorben, Partner durften in ihren letzten Stunden nicht besucht werden, Kindern wurde gesagt, ihr tötet eure Großeltern, wenn ihr sie besucht. Ja. Menschen sind vereinsamt, Schulen, Kindergärten, es sind Defizite entstanden, psychischer Natur, die zu Störungen führen, mittelfristiger und langer Natur. Wenn ich mir das anschaue, das sind doch alles Dinge, ich nenne es mal, was da gelaufen ist, ohne wissenschaftliche Evidenz. Man hat einen Impfstoff in den Markt gebracht, der überhaupt keine Erfahrungswerte hat. Wir erleben Nebenwirkungen schlimmster Natur bis Todesfolgen, plötzlich und unerwartet. Der Sportler hat Hodenkrebs. Nun erleben wir einen Ugas Sahin von BioNTech, sagt, ich verlege meine Krebsforschung nach Großbritannien. Ein Herr Scholz fährt hin und sagt, aber Herr Sahin, der steckt praktisch hinten am Gesäß und sagt, bitte, bitte bleiben Sie hier. Sage mal, gehören die nicht alle nicht nur des Amtes enthoben, sondern ihre Immunität enthoben? Und sie sagt, Freunde, ihr gehört für ein Gericht, und zwar für das Europäische Gericht für Menschenrechte, was ihr angerichtet habt. Und jetzt wird ja auch anerkannt bei der Welt in Talkshows, dass man da eigentlich Bild Live, ist es ein weltweiter Feldversuch gewesen mit einem gentherapeutischen Medikament. Jetzt ist das, vor was wir als Leugner, wir sind ja sowas von diffamiert worden, Sendungen sind gesperrt worden, wir haben 200.000 Euro dafür aufgewendet, die da freizuschalten. Aber gehören diese Leute nicht vor ein Gericht gestellt, was die mit dem Souverän, der sie ernährt, angerichtet haben? Natürlich.
Da ist so viel passiert. Und wie du sagtest, wir wurden beschimpft, verunglimpft, ausgeschlossen. Ja, wir wurden auseinandergetrieben. Wir waren vorher schon gespalten. Jetzt in diesem Thema noch eine Spaltung mehr. Was aber da fehlt, ist immer einfach auch der Zusammenhalt in der Bevölkerung selber. Aber das, um dem nachzugehen, um den Denkzettel zu verpassen, entweder über eine Wahl oder auch, es wurde ja auch schon so alles geplant, wenn man geimpft wurde, hat man ja auch unterschrieben, dass man sie eben nicht verklagen kann auf diese ganzen Fälle, was damals schon, ja, publiziert worden ist, was herausgekommen ist. Das hat man ja alles schon schön geplant gehabt, dass man sie erst gar nicht belangen kann, ja. Und dann jetzt merken wir es ja so erst immer so stückchenweise, diese Arroganz jetzt von denen wie Lauterbach, der dann mal in einem Nebensatz zugibt, dass da nicht alles richtig lief, oder unser jetzt hier Jens Spahn, der schreibt dann ein Buch, wir müssen uns vieles verzeihen, wo nicht ein Satz, nicht eine Entschuldigung oder was, sondern einfach, es war alles richtig. Und dann der zweite Teil dann schon, ja, ich gehe jetzt in Richtung Energiepolitik und Wirtschaft, der dann schon jetzt die nächste Karriere anfangen will, was er jetzt macht. Aber nicht eine Entschuldigung, das ist traurig. Lass mich zu einem Thema kommen. Wir haben Krieg in Europa. Wir sehen, der Präsident Zelensky tourt durch Europa. Er fordert ja nun den schnellen EU-Beitritt. Wir sehen, er war bei dem englischen König. Beim englischen König. Und hier ist es ja, sei mein Gast, tapferer Held. Ja, das hat schon irgendwo Züge. Mein lieber Mann, der Schauspieler ist gut. Ne? Wir müssen ja eines sagen, es herrscht Krieg in Europa. Die NTV berichtet, dass hier er durchaus Härte seiner eigenen Armee gegenüber walten lässt. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, hat er mit schweren Strafen zu rechnen. Genauso wie bei den Russen. Aber erleben wir hier, dass der Propaganda einseitig Tor und Tür geöffnet ist. Denn Panzer schaffen ja Frieden. Jetzt liefern wir Leopard 1. Eine Frau Annalena Baerbock steht in Aachen bei der Verleihung des Ordens wieder dem tierischen Ernst und sagt, eigentlich wollte ich im Leopardenkostüm kommen. Tim, da sterben Menschen täglich auf beiden Seiten. Junge Menschen, die sich überhaupt nicht kennen. Die Kaspar sitzen hier im Warmen. Die Strack Zimmermann, die ganzen Leute, die den Krieg favorisieren und anfeuern, sitzen hier im Warmen mit ihrem Hintern, werden von uns ernährt und erzählen, machen dann Witze drüber. Sag mal, Tim, wann begreift denn das Volk, was hier los ist in dem Laden? Nein, und das ist auch, was denen vollkommen abgeht, wie viele Fehltritte man sich da schon geleistet hat. Ob jetzt die Feser dann auch noch anstoßt mit einem Glas Sekt da auf dem Balkon, mit dem Klitschko oder was? Oder Kiew, ne? Ja. 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 Oder wie du es jetzt sagtest, mit Frau Baerbock und ihrem Leopardenwitz. Da muss man einfach sagen, die haben den Bezug zur Realität verloren und sind einfach auch der Größe ihrer Aufgaben, sind sie sich gar nicht bewusst und was das eigentlich hier für ein Spiel ist. Und das Hauptanliegen der Ukraine ist ja, uns so weit wie möglich reinzuziehen. So, und jetzt nach 80 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, ziehen jetzt dann doch wieder Panzer, fahren Richtung Osten. Das hätte man nie gedacht. Und ich glaube dann auch ein Genscher oder wer auch sonst, die drehen sich halt im Grab um für das, was sie eigentlich geschaffen haben damals, um den Kalten Krieg zu beenden. Ja. Das muss man sagen, irre. Es gibt eine Claudia Major. Die Claudia Major ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik und hat in der Sendung von Markus Lanz gesagt, sie fordert Industrieaufstellung und Industrieumstellung auf die Bedürfnisse auf ukrainische Bedürfnisse. Ich wiederhole nochmal, Claudia Major fordert Industrieumstellung auf ukrainische Bedürfnisse. Das heißt also Waffen liefern, Munition liefern und so weiter und so fort. Erinnert uns das an Zeiten, die wir dachten, die kommen nie mehr wieder? Du hast es schon gesagt, der Russlandfeldzug, dieser Wahnsinn seinerzeit, wieder deutsche Panzer gegen Russland. Erinnert uns das an eine Rhetorik, die wir eigentlich nur Verrückten zugerechnet haben? Natürlich. Und es fängt immer mit der Rhetorik an, die dann aufgerüstet wird. Und nach der Rhetorik kommen dann eben die Waffen. Und da gab es auch schon auf Welt, ich weiß jetzt nicht, ob das sie war, die du jetzt zitiert hast, die aber auch, gab es auch schon Stimmen, die gefordert haben, jetzt wieder eine Kriegswirtschaft aufzubauen, was heißt Munition, Panzer und so weiter.
das ist Aufrüstung, sowohl rhetorisch als auch waffenmäßig. Und dass das die Russen sich nicht gefallen lassen werden, ist ja wohl klar. Das war der Herr Wüstner von der Bundeswehr, der von Kriegswirtschaft gesprochen hat. Okay, danke. Ja. Gerne, alles kann man nicht wissen. Und deshalb bin ich ja älter wie du. Ja. Lass uns noch was Schönes besprechen, was Lustiges. Es gibt ja diese Klimakleber. Sind ja nicht alle da. Manche befinden sich ja auf Bali, manche befinden sich auf anderen Reisen durch die Welt und setzen sie auf die Straße und hindern Menschen, ihrer Arbeit nachzugehen. Ja, es ist erstaunlich, dass in vielen Bereichen hier dann doch, wenn man so schaut, was die vorher gemacht haben, was die propagiert haben, schnelle Autos, Reisen durch die Welt gechattet. Jetzt lesen wir hier in Nordrhein-Westfalen werden 10, ist wirklich wahr, ist wahr, pass auf, ist kein Faschingsscherz. 10.000 Polizisten lernen, Klimakleber von der Straße zu lösen. Das ist jetzt das Neueste, das von Bild.de. Düsseldorf, NRW rüstet gegen Klimakleber auf. Mehr als 10.000 Polizisten sollen in den kommenden Tagen lernen, wie man Klimakleber von der Straße löst. Ja, ist doch schön. Man muss sich auch dem Wahnsinn anpassen. Ja. Da, ja. Tim, wir haben ja viele Polizeibedienstete. Jetzt seid da mal ehrlich, ihr müsst doch selber sagen, die haben doch eine Klatsche. Ich muss jetzt so deutlich sagen, die haben doch eine Klatsche. Ich meine, setzen die sie auf die Straße, kleben fest und der Polizist, die armen Leute müssen da hingehen und müssen die Pfötchen lösen. Dann würde er sagen, Kumpel, steh auf. Da vorne kommt ein LKW, der hat keine Bremsen, da müssen wir Obacht geben. Das ist natürlich jetzt süffisant gesagt, um Gottes Willen, ich fordere da niemand auf. Aber es gibt durchaus andere Länder und andere Sitten, die dann sagen, du pass mal auf, es gibt eine auf die 12 und dann kommst du von der Straße. Ich muss meiner Arbeit nachgehen, ich habe einen Auftrag, meine Frau liegt im Krankenhaus, ich muss mein Kind zum Arzt bringen und. Na, diesen Scheiß, das ist doch genau so ein Witz, dass ein Reul in Nordrhein-Westfalen setzt sich dann hin, ja, das ist so. Und dann setzt er sich mit einer Neubauer hin, die sowas befürwortet. Ja. Die Bediensteten bei der Polizei müssen doch auch merken, dass sie hier verarscht werden in dem Land. Ja, vor allem, die haben auch Besseres zu tun. Also es gibt, weiß Gott, andere Felder, die abzuarbeiten sind. Aber das ist das Problem. Man passt sich diesen Wahnsinn einfach nur an. Und dadurch, dass man sich da anpasst, und es folgen ja keine Strafen, das wurde ja nicht angepasst, wenn ich den Straßenverkehr behindere, wenn der Krankenwagen eben nicht durchfahren kann, um jemanden zu retten oder zur Hilfe zu eilen. Dass das mal angepasst wird und die Strafen für höher gesetzt werden. Und ich sehe das auch nicht ein. Sie haben genauso wie wir ein Demonstrationsrecht. Wir kleben uns ja jetzt auch nicht auf die Straße oder im Fall der Migrationspolitik stellen wir uns an die Grenzen. Nein, wir nehmen auch ganz als normaler Bürger unser Demonstrationsrecht wahren. Das haben die genauso zu machen. Ja. Und bloß dann wird eine alte Frau auf dem Asphalt in Berlin über die Straße gezogen. Mit 60 Jahren, die ihr Demonstrationsrecht wahrgenommen hat für Freiheit und Demokratie. Und das ist der Unterschied in dem Land. Ja. Die richtigen Demonstrationen und die falschen. Und da, du bist nur ein junger Mensch, vielleicht noch ein Appell an die Menschen zu sagen, schaut nicht länger zu, denn wenn wir nichts gemeinsam unternehmen, dann denken die wenigen, die über uns hier bestimmen wollen und das bereits tun, sie hätten die Macht. Und das ist nicht der Fall. Die Macht haben wir. Ja, das müssen alle verstehen. Und das ist ja auch das, was denen dann letzten Endes nicht gefällt. Deswegen kommen ja die Beschimpfungen und die Verunglimpfung. Wenn der Deutsche schon schafft, auf die Straße zu gehen, oder gerade in Ostdeutschland, wo ich auch mal sage, das ist eine Riesenleistung, jetzt seit Jahren jeden Montag da durch die Städte und Dörfer zu ziehen, das hat einen riesigen Respekt verdient. Und einfach weitermachen und mehr werden. Und dann habe ich noch einen Appell. Ich habe in Nordrhein-Westfalen gehört, im Münsterland wurde gesagt, bei den Montagsdemonstrationen ist festgestellt worden vom WDR, der WDR hat recherchiert, wahrscheinlich war es der Restle selber, der Schosch, ne? Und ist festgestellt worden, dass hier und da sich einige Reichsbürger bei den Demonstrationen der Querdenker und Montagsdemonstrationen darunter mischen. Und dann will ich sagen, was wollten wir damit sagen? Dann schaut mal bei den linken Demonstrationen in Leipzig, was da los ist. Schaut mal, was in Berlin los ist beim El-Kutz-Marsch. Oder schaut mal in Hamburg, wenn 3000 Salafisten auf die Straße gehen und wollen dieses Land zerlegen. Da berichtet er nicht drüber. Wenn bei einer Demonstration von 2000 Leuten drei Leute dabei sind, die eine Gesinnung haben, die wir nicht tolerieren, dann berichtet ihr darüber. Und das ist die Leistung der Presse. Tim, und deshalb einen herzlichen Dank an dich, dass du an die Öffentlichkeit gehst, mir genauso. Und ich denke,
unser Maul lassen wir uns nicht verbieten. Um Gottes Willen, nein. Wir halten zusammen. Ich sag danke. Alles Gute. Danke. Ich bedanke mich auch. Mach's gut, Peter. Danke.